war ja, ich habe euch gefragt, ob es euch interessiert, wie ich von Dr. Joe Dispenza zu dem gekommen bin, was ich heute eigentlich so unterrichte, was für mich die fehlenden Teilchen waren, die ich gesucht habe. Ich sage jetzt mal grob, die letzten 2 Jahre gesucht habe. Ja, ist ein bisschen länger, glaube ich sogar, die letzten 3 Jahre eigentlich. Dr. Joe Dispenza habe ich gefunden vor ungefähr 5 Jahren, sage ich jetzt mal. Aber vorher war ich natürlich auch schon ewig lang auf der Suche, weil ich mich wirklich den Großteil meines Lebens als Opfer gefühlt habe. Irgendwie ausgeliefert, habe dann aus meiner Patrizierbrille die Welt angeschaut und habe da Leute gesehen, die es offensichtlich besser haben als ich, die mehr Glück haben in der Liebe, die mehr Glück haben in der Karriere, die irgendwie aus meiner Sicht vom Leben gesegnet waren, denen alles einfach, bei denen alles so einfach war. Und bei mir war es immer so schwer. Mein Leben war immer irgendwie so schwer, es hat sich immer schwer angefühlt. Also ich war immer am Kämpfen und alles. Ich meine, ich habe Betriebswirtschaftsstudium hingelegt mit Prädikatsexamen. Aber irgendwie lief es zwar immer ganz gut, aber es hat sich immer super schwer angefühlt. Und der Tiefpunkt oder der erste wirklich richtig große Tiefpunkt meines Lebens, das war da. Da war mein Sohn 2,5 Jahre alt und mein Ex-Mann ist an Silvester weggegangen, hat sich da mit einer amüsiert. Und kurze Zeit, wenige Tage später, ich würde mal sagen, jetzt so am 6. Januar jährt sich das Ganze, dass ich das erfahren habe. Vor 15 Jahren ist es mittlerweile doch schon her. Vor 15 Jahren, dass sie mir gesagt hat, nein, jetzt ist vorbei, er will nicht mehr. Ohne eine Erklärung, ohne eine Möglichkeit, darüber zu sprechen. Es war also wirklich von heute auf morgen, war er komplett gegen mich, 0,0 Kommunikation möglich und er hat sein Wort gesprochen und da war nichts mehr dran zu rütteln und unser Kind war 2,5 Jahre alt und ich habe mich so, so elend und verlassen und hilflos gefühlt und alles, was ich versucht habe und alles, was ich probiert habe, hat nichts genützt, er wollte nicht mit sich sprechen lassen. Kurze Zeit später habe ich dann eben auch erfahren, also am Anfang hat er gesagt, es sei wegen mir. Habe ich erfahren, dass es eine Frau gab oder eine Frau gibt. Und also es war eine ganz wüste und hässliche Zeit. Und da war ich wirklich sehr, sehr verzweifelt und wollte das natürlich überhaupt nicht so, weil ich wollte ja für meinen Sohn, eigentlich ging es mir nur um unseren Sohn. Ich wollte, dass er die Familie hat und dass er den Vater hat und dass er geborgen aufwächst, weil ich das selber nie hatte. Und es war für mich ein höchstes Gut, dass du mit 2 Eltern aufwachsen darfst. Und das wollte ich meinem Sohn schenken. Und das war mir genommen worden. Und da bin ich wirklich sehr, sehr verzweifelt in dieser Zeit und habe dann irgendwie angefangen. Ich habe da schon ein paar Mal drüber geredet, so Wahrsager anzurufen und ja, und kommt er wieder und wieso ist er weg? Und dann ist mir so viel Scheiß erzählt worden, ja, das ist ich, er ist von einem Fluch besetzt und diese Frau hat ihn verhext und was auch immer, ja. Und ich sollte gewisse Rituale machen und. In dieser Zeit habe ich auch angefangen, Joseph Murphy zu lesen, wo es ja dann hieß, ja, man kann ja seine Realität, man kann alles verändern. Und es ging genau gar nichts. Es ging überhaupt nichts. Ich war verzweifelt, ich konnte nichts mehr essen. Und zwar, an was ich mich noch ganz interessanterweise erinnere, ist tatsächlich,
dass ich nachts ganz gut eingeschlafen bin und dass ich morgens immer aufgewacht bin und mir dieses Drama zurückgeholt habe. Ich habe es irgendwie am Anfang gar nicht kapiert, ich habe es am Anfang gar nicht geschnallt. Und dann kam es, dann musste ich mir das immer wiederholen und der ist unwiderruflich weg, ich kann nicht mit ihm reden, er redet nicht mit mir, er will keine Einigung finden und so weiter und so fort. Und jetzt im Nachhinein ist mir hundertprozentig klar, mit welchen Gedanken, mit was für einer Energie, mit was für einem Seinszustand ich damals war, ich das Ganze als erstes überhaupt in mein Leben kreiert habe, in mein Leben gezogen habe und zweitens dazu beigetragen habe und es auch so kreiert habe, dass es so keine Einigung gehabt, dass es überhaupt nicht möglich war, irgendwo etwas zu kitten oder einen Konsens zu finden. Und heute weiß ich, dass ich das alles aufgrund meiner Überzeugung über mich selber, aufgrund meiner Überzeugung, wie mein Mann, mein Ex-Mann ist, wie er ist und was er für einer ist und so weiter und so fort. Was ich nie geglaubt habe, dass er wirklich so ist. Also mich hat es total aus heiterem Himmel getroffen. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Also für mich war der eigentlich jemand, der seine Familie nie verlässt, insbesondere seinen Sohn nicht. Und es hat mich so, so tief getroffen, dass der von heute auf morgen sich sowas verändert hat. Ja, deswegen habe ich da auch wirklich geglaubt, dass die eine gesagt hat, der ist verhext worden, weil der von heute auf morgen sich sowas von verändert hat und von einem liebenden Familienvater zu einem Drachen wurde, der nichts mehr von mir oder von seinem Sohn irgendwo wissen wollte. Und aber was in mir aktiv war, das habe ich natürlich erst viele, viele Jahre später kapiert, als ich angefangen habe, wirklich in diese Situationen zurückzugehen und ganz, ganz ehrlich mich zu erkennen und zu sagen, wer war ich damals, mit welchen Überzeugungen war ich unterwegs, was habe ich geglaubt und was habe ich gesucht, auch aus Angst und vor allem aus der Überzeugung heraus, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht gut unterstützt bin und dass niemand wirklich für mich da ist und dass mir Gott und die Welt in den Rücken fällt. Das war meine Grundüberzeugung und die hat sich ganz, ganz schön gezeigt. Und auf diesem Weg und auf dieser Suche habe ich dann tatsächlich irgendwann mal die Dinge ein bisschen besser kapiert. Aber mir war es trotzdem noch nicht unter Kontrolle. Also mein unterbewusstes Selbstbild, es war immer noch total aktiv. Mal mehr, mal weniger, mal sind die Sachen besser passiert, mal schlechter, aber letztendlich ist immer alles wieder so gekommen, wie es schon mal gekommen ist. Zwischendrin hat es sich immer wieder verbessert und dann gab es dann wieder diesen riesen Crash und den riesen Burn. Und diesen Zustand habe ich dann irgendwann mal Dr. Joe Dispenza gefunden, der eben auf seine Art und Weise das Gleiche erzählt hat. Ja, wir kreieren unsere Realität, aber eben mit der Quantenphysik und so weiter und dass da Energien und Kräfte herrschen. Und das war für mich ein bisschen einleuchtender als diese ganze Abraham Hicks-Geschichte. Law of Attraction kennt sicher auch jeder. Also rauf und runter, zum Glück bin ich des Englischen so mächtig, dass ich es fließend spreche und habe dann irgendwann mal auch Abraham Hicks für mich entdeckt und bin dann auf die Suche gegangen und habe gedacht, okay, ich muss meine Schwingung verändern. Ich muss meine Schwingung verändern. Wie verändere ich meine Schwingung? Meine Schwingung zieht alles an. Das ist Law of Attraction und ich muss in eine andere Schwingung kommen. Wie komme ich dahin? Auf diesem Weg habe ich dann auch Reconnective Healing Ausbildung gemacht und der Reconnection, weil es da um Schwingung und Schwingungsveränderung ging, bin ich nach Portugal gefahren, habe da eine Ausbildung gemacht. Es fällt mir alles schon gar nicht mehr. Ah ja, genau, Mabel Katz oder Ho'oponopono, alles in die Richtung, einfach nur um zu prüfen, ich muss meine Schwingung verändern, ich muss meine Schwingung verändern. Und das wusste ich dann auch. Und dann kam Dr. Joe Dispenza und der hat ja dann gesagt, okay, Quantenphysik, Raum der unbegrenzten Möglichkeiten, alles ist möglich. Und
dann war das eigentlich so mit der Schwingung, das war nicht mehr so, so wichtig, sondern es war wirklich einfach wichtig, in diese Potenziale reinzugehen, in diese Möglichkeiten reinzugehen. Es ging eigentlich zwar ums Gleiche, aber irgendwie war das, hat er das anders erklärt. Und dann habe ich mich da reingekniet, ja, und habe den Progressive Life Workshop gemacht und habe mir dann ganz, ganz fest vorgestellt, ich will unbedingt so einen Advanced Workshop noch machen und so weiter, habe Testimonials konsumiert ohne Ende. Und dann irgendwann mal wurde ich so krank und dann war mein Thema eigentlich Gesundheit zu manifestieren. Gesundheit zu manifestieren und Heilung zu manifestieren. Das war eigentlich das viel, viel größere Thema. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich Heilung manifestieren kann, dann kann ich alles andere manifestieren. Und dass ich da wieder einer Bedingung aufgerockt bin, das habe ich selber auch nicht sofort kapiert. Wie sehr mich das auch wieder beschränkt und unterdrückt hat, dass ich gedacht habe, erst muss ich mir beweisen, Heilung zu manifestieren, um nachher den Rest manifestieren zu können. Ja? Also dieser Glaubenssatz, man kann nur eines manifestieren und man kann nicht alles gleichzeitig manifestieren. Dann bin ich wieder diesen Hasenbau runtergaloppiert und habe mich nur noch auf das fokussiert. Und auch da waren dann immer wieder Grenzen und ich kam nie damit zurecht, einer Formel zu folgen. Und ich kam auch nie damit zurecht, etwas zu tun, wo ich nicht verstanden habe, warum ich es tue. Und schon gleich gar nicht jeden Morgen um 4 Uhr aufzustehen und zu meditieren. Das kann ich machen, wenn ich weiß, warum ich das tue, wenn ich weiß, was ich bewirke, warum, immer diese Frage. Oder um was geht es hier eigentlich? Ich war nie eine, die gesagt hat, okay, der sagt jetzt, das soll ich machen, dann mache ich das ganz brav. Und zwar war das auch in den Workshops, also in dem Advanced Workshops, im ersten, in dem Progressive Workshop habe ich auch angefangen zu meditieren, habe ich überhaupt nicht kapiert. Mich hat es auch gar nicht so groß interessiert. Ich wollte ja nur wissen, wie ich meine Wünsche kriege, wie ich die Sachen haben kann, die ich haben will. Und er hat es dann erzählt mit diesen Potenzialen, aber ich habe es nicht kapiert. Nicht wirklich. Ich habe zwar kapiert, okay, Potenziale, mit den Potenzialen verbinde ich mich. Und wenn ich mich lang genug mit diesem Potenzial verbunden habe, dann kommt dieses Potenzial, dann kommt diese Realität in mein Leben. Hat natürlich auch nicht geklappt. Und dann war ich im ersten Advanced Workshop von Dr. Joe Dispenza. Und da haben wir wirklich 5 Tage nur meditiert, von morgens bis abends meditiert. Allerdings war da noch Teil, ein Objekt zu manifestieren. In einer Meditation ein Objekt zu manifestieren. Und das war eigentlich das, was mich am meisten interessiert hat. Aber auch das hat irgendwie nicht wirklich geklappt. Ich wollte damals meinen Diamantring manifestieren, aber ich weiß heute noch hundertprozentig, dass ich nie geglaubt habe, dass ein Diamantring einfach so ohne Grund zu mir kommen kann. Dieses Glauben und dieses Vertrauen, das war überhaupt nicht da. Und wenn ich es nicht glaube und wenn ich nicht glaube, dass es geht, dann wird es nicht gehen. Und da war ich auch noch, all die anderen, auch die Bekannten, die ich dort kennengelernt habe, viele von denen haben ihr Zeug manifestiert und die eine hat mir dann auch noch ein Foto geschickt von irgendeiner Plüschpuppe, die sie sich manifestiert hat und so weiter und so fort und ich dachte, super, bei mir klappt es halt wieder nicht. Alles klar. Aber dass es genau an diesen Gedanken liegt, dass es genau an dieser Überzeugung liegt und wie ich diese Überzeugung verändern kann, das habe ich damals noch nicht gewusst. Habe ich mich auch wieder auf die Suche gemacht. Was ist mit mir falsch? Was mache ich falsch? Warum klappt es bei mir nicht? Jetzt war ich die ganze Zeit auch dort, habe alles schön brav mitgemacht, habe
brav gemacht, was man mir gesagt hat, war bei jeder Meditation da, bin morgens um 4 aufgestanden, habe Clean and Cleanse gemacht, wieso leuchtet mein Hinterkopf nicht und wieso komme ich nicht in irgendwie die Sphären, bla bla bla, von denen alle anderen erzählen, was ist mit mir falsch, was stimmt bei mir nicht, was mache ich falsch. Ja, und dann kam es einfach alles Stück für Stück, dass sich diese Schuppen von meinen Augen gelöst haben. Auch als ich ein Jahr später den zweiten Advanced Workshop gemacht habe bei Dr. Joe Dispenza, wurde es mir schon ein bisschen klarer, um was es geht. Ich habe schon ein bisschen mehr kapiert. Da hat er auch so ein bisschen rausgelassen. Da hat er zum Beispiel eine aus dem Auditorium oder eine Teilnehmerin hat er genommen und hat er dahingestellt und hat gesagt, das ist jetzt Gott. Und hat so eine Art Rollenspiel mit der gemacht, ja. Und hat uns quasi die göttliche Perspektive aufgezeichnet. Aber göttliche Perspektive, Gott sein, göttlich sein und das Rollenspiel ist mir eingeleuchtet, aber warum soll ich morgen um 4 aufstehen und Pinenklient machen und das jeden Tag? Was soll da bei mir passieren? Was soll sich da verändern? Warum verändert sich es dann, wenn ich das mache? Um was geht es denn eigentlich? Und diese Wahrheit, diese göttliche Wahrheit um unser Sein, um mein Sein, um diese göttliche Perspektive, da kam ich erst langsam dahinter, als ich gemerkt habe, was ich für Zeug doch mitgenommen, als Atheistin vielleicht sogar, als ich mich auch bezeichnet hätte, was ich für Zeug aus Kirche und Religionsunterricht doch noch mit hatte, was ich da für Lasten mitgetragen habe, an Überzeugungen, was ich für ein Bild hatte, ein Weltbild hatte, durch die Religion und durch den Religionsunterricht, Kirche, wo ich als kleines Kind nur ab und zu mal war, ist überhaupt nicht religiös erzogen, aber nichtsdestotrotz infiltriert von einem gewissen Glauben. Und natürlich infiltriert von dem Glauben, dass ich nicht gut genug bin, dass aus meiner Familie nichts Richtiges werden kann, dass wir immer die Schlechteren sind, dass ich alles falsch mache, dass ich an allem schuld bin und eben, dass ich die Dinge halt doch nicht gut genug mache, obwohl ich mich ja so anstrenge. Und obwohl ich es ja so probiere und obwohl ich ja so brav und so anständig bin, bin halt ich immer trotzdem die, die es halt nicht gut genug kann. Ja, und diese Vorstellungen, das habe ich auch im Laufe von meinem Coaching gesehen, sind so eingebrannt in unserer Gesellschaft. Und wenn dann Dr. Joe Dispenza sagt, werde ein neues Ich, und ich sage, welches denn? Welches denn? Weil ich gar nicht dorthin komme, durch meine ganzen Beschränkungen und limitierenden Überzeugungen über mich selber und über die Welt, komme ich gar nicht hin und weiß doch gar nicht, welches ich denn werden soll. Weil ich ja diese Brille habe und mir ein, sag ich mal, grandioses Ich nur peripher für mich vorstellen kann, weil mich ja diese ganzen Überzeugungen über Schuld und über Karma und was für ein Bullshit uns da alles erzählt wird, was uns zurückhält und abhält und wo wir nicht mal artikulieren können, wo wir einfach ein Gefühl haben, dass wir gar nicht dahin denken können, dass wir gar nicht dahin denken sollten, weil es uns ja nicht zusteht. Ja? So soll mir jetzt plötzlich das Allerbeste zustehen, wenn ich bis jetzt eine war, die immer nur auf die Fresse gekriegt hat,
die man hocken gelassen hat, die man belogen hat, die man betrogen hat, die man nicht unterstützt hat, die immer alles alleine machen musste, kämpfen musste und sich mit dem zufrieden geben musste, was es gerade so gab. Wie komme ich zu einem grandiosen Ich aus dieser Menschenperspektive? Keine Chance. Und auch in meinen Coachings, ich habe dann schon immer geschafft, dieses tolle Ich und diese tolle Wahrheit für meine Coaches zur Verfügung zu stellen und zu sagen, hey, das bist du. Nö, bin ich nicht. Meine Mutter hat mich geschlagen. Mein Mann hat mich belogen, betrogen. Jetzt habe ich, keine Ahnung, jetzt habe ich einen Putzzwang. Will ich auch überhaupt nicht loslassen, weil das ist das Einzige, wo ich mich ein bisschen gut fühle. Da habe ich versucht, Argumente und Begründungen zu finden, bis ich irgendwann mal kapiert habe, was es heißt, wer wir alle in Wahrheit sind. Und dass das Göttliche und das Gott, und das, was ich heute in diesem Video erzählt habe, das ich gemacht habe, bis ich dann wirklich kapiert habe, was er denn meint, Dr. Joe mit Spencer, mit dieser liebenden göttlichen Intelligenz. Ja, mir kam das auch immer so vor, dass es außerhalb von mir ist und dass ich mich in der Meditation dann irgendwie mit etwas verbinde, das ich mit mir aber nur verbinden will, wenn ich gut und richtig bin und wenn ich das auch richtig mache. Und sonst kann ich mich mit diesem göttlichen, mit dieser liebenden göttlichen Intelligenz, dann ist die nicht für mich da, dann arbeitet die nicht für mich, weil dann mag sie mich nicht, weil dann bin ich ihrer nicht würdig, ja. Und da hört ihr ja schon so ein bisschen diese Gedanken, dieser Hintergrund schon wieder von der Kirche, oder? Wenn du nicht anständig und brav bist, dann bist du Gottes nicht würdig. Und dann kriegst du die guten Sachen nicht, ja. Und dann suchst du die ganze Zeit, wo bin ich nicht anständig, wo bin ich nicht brav gewesen, wo muss ich noch ein bisschen besser werden, wo muss ich noch ein bisschen beichten, ja, dass ich endlich würdig bin, dass ich Gottes würdig bin, ja, diesen ganzen Zeugs. Da kann ich 100 Stunden in eine Meditation gehen, da kann ich 100 Stunden in Healings gehen, die dort gemacht werden, in den Retreats von Dr. Joe Dispenza. Und da kann Dr. Joe Dispenza zu mir sagen, du bist würdig, geh einfach rein und empfange die Liebe, die dir von, in meinem Fall, Tausenden von Leuten bei diesen Healings zugebeamt wird, wenn alle in ihr Herz gehen und in die Liebe. Und dann denkst du, scheiße, mein Herz ist verschlossen. Und dann denkst du, du machst was falsch, weil dein Herz verschlossen ist. Und es sagt dir niemand, dass du nichts falsch machst, sondern dass du einfach nur denkst, dass du falsch bist, dass du etwas Falsches bist, dass du nicht göttlich bist, dass irgendeine Bedingung daran geknüpft ist, dass du dein Herz öffnest, dass du gut genug bist, dass du empfangen darfst, dass du irgendwelche Sachen noch machen oder erledigen oder in Ordnung bringen sollst, dass es für dich jetzt auch mal reicht. Und dann fühlst du dich, als hättest du ein zues, verschlossenes Herz. Dabei ist es gar nicht so. Du hast ein riesengroßes, offenes Herz, aber du traust es dich, dir nicht einzugestehen, aus 100.000 Gründen, die in deinem Kopf dir irgendeine Bullshit-Story erzählen. Und für mich war das diese größte Erlösung, als ich in jeder Zelle kapiert habe, wow, all das, was ich über mich glaube, all das, was ich über Menschen glaube, all das, was ich über unser Universum glaube, das ist menschlicher Bullshit, das sind menschliche Einschränkungen, das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Ich muss nichts von dem glauben. Es gibt keine einzige Bedingung, die ich erfüllen muss, damit ich das werde, was ich wirklich bin. Weil ich bin es einfach schon. Ich bin es. Ich bin es immer schon gewesen. Keiner hat es mir gesagt. Ich habe es nirgendwo gelesen. Ich habe es nirgendwo gehört. Ich konnte es nicht annehmen. Keiner hat es mir auf diese Art und Weise beigebracht und mir gesagt, wie perfekt ich bin, wenn ich nicht denke, ich mache was falsch. Ich bin falsch. Ich bin daneben. Ich muss irgendwas erfüllen,
oder es gibt irgendein Karma oder irgendetwas außerhalb von mir, was gegen mich gewandt werden kann. 1000 Bücher, Voodoo und keine Ahnung, wie hieß der noch? Der Clemens Kubi habe ich auch noch gelesen, der hat sich ja von der Querschnittsheilung gelebt und dann ist er geheilt. Und dann ist er ja durch die Welt gegangen und hat erforscht Heilung. Und kam dann irgendwann mal auf Voodoo und dann hat ihn ein Voodoo, wie heißt es, Voodoo-Meister, hat ihn dann krank gemacht und er hat irgendwie körperlich das total gemerkt, bis dieser Voodoo-Meister diesen Voodoo-Fluch zurückgenommen hat, ja. Und überall, wo du hinschaust, gibt es irgendwelche Bedingungen und irgendetwas, was dir doch noch glauben machen möchte, dass Heilung oder dass irgendetwas außerhalb von dir passiert. Und zwar macht Dr. Joe Dispenza diese Meditationen und du bist nichts und du bist niemand und du spürst es dann auch und du gehst dann in deine Vorstellungswelt. Aber wie groß kann deine Vorstellungswelt sein, wenn du als kleines Wesen da reingehst? Wenn du als diese mickrige Person, die du von dir, die du denkst, die du bist, diese machtlose, fehlerhafte, schuldige und sündige Person in 4 Stunden Pinnackland gehst mit Dr. Joe Dispenza und wartest auf Erlösung, dann wartest du ewig auf diese Erlösung, weil dieses Selbstkonzept von dir gar nicht erlöst werden kann von außen. Und selbst wenn du alle Gedanken loslässt für 4 Stunden, wenn du nichts mehr denkst und wirklich niemand bist und dann plötzlich diese Energie dieser liebenden Intelligenz, diese göttliche Energie, die dann auch kommen kann, die du dann auch spüren kannst, dem Moment, wo du, wie er auch sagt, du dieses Fenster aufmachst, dem du aufhörst, irgendwelchen Bullshit zu denken und du dann plötzlich diese starke Energie spürst, dann ist es toll. Und nachher gehst du einen Kaffee trinken und bist wieder dieses mickrige, schuldige und sündige Wesen, dass man dir eingetrichtert hat, dass du seist. Dann gehst du wieder meditieren. Und wenn dieser Mindset sich nicht verändern lässt, und das habe ich auch bei den ganzen Testimonials von Dr. Joe Dispenza gemerkt, die Leute, die sich nachher verändert haben, deren Leben sich nachher verändert haben, die haben analog dazu ihren Mindset, ihr Selbstkonzept verändert. Die haben ganz vielen Menschen verziehen. Aber was ist zum Beispiel Verzeihen etwas als etwas anderes? Es ist nichts anderes, als dass du die Vorstellung, die du über die Situation oder über eine Person gehabt hast, loslässt. Das ist Verzeihen. Und darum geht's. Um diese Vorstellung von dir selber, dass du das so tief annehmen kannst und weißt, dass all das, was andere über dich gedacht haben, was du über dich gedacht hast, dass es einfach nur Vorstellungen sind, dass es irgendwelche Konzepte sind, die irgendeine Version von dir aktivieren, aber niemals diese wahre Version aktivieren, wenn du sie nicht zuerst in dir selbst aktivierst. Und das ist diese göttliche Version, die einfach fehlerfrei ist. Weil ein Mensch, wenn er menschlich denkt, oder dann entsteht das Ego, ja, wenn du so denkst, dass du dieses Ego, diese Person bist, dass du dein Denken bist, dass du deine Überzeugungen bist, dass du deine Geschichte bist. Und auch deine Geschichte kannst du verändern. Aber was für eine Geschichte willst du dir denn erzählen als die höchste, beste, göttliche Geschichte? Aber wie kommst du zu dieser Geschichte hin? Die kannst du nicht annehmen, wenn dieses Selbstkonzept von dir noch irgendwo in einer fehlerhaften, leidenden Opferpersönlichkeit festhängt. Und
Dieses Wissen, dass ich nicht irgendjemand sein muss, dass ich nicht irgendwas mir ausdenken soll, sondern dass es wirklich nur darum geht, zurück nach Hause zu kommen, in diese Person, die ich wirklich bin, in dieses göttliche Wesen, das eben mit Geschichte, Überzeugungen, Denkmustern gar nichts zu tun hat, das hat mir plötzlich alles eröffnet. Das hat mir alles eröffnet, das hat mich komplett befreit von aller Schuld, von allen Fehlern, von allem Groll, von allem Hass. Es hat mich befreit von nachtragend zu sein, verurteilend zu sein, mich aufgeliefert zu fühlen. Und es hat mich komplett ermächtigt. Und die jetzt hier sind, die bei mir im Coaching sind, wir haben jetzt darüber gesprochen, wirklich auf unseren göttlich-königlichen Thron mich setzen lassen. Ich konnte mir erlauben, anzuerkennen, wer ich bin in Macht und in Liebe. Weil das ist ja bei uns auch immer wieder so im Mindset getrennt. Macht und Liebe, ja? Die Machthungrigen, die sind die Bösen. Aber dass du durch in, aus Liebe in deine Macht kommst und dass es dein Job ist, diese liebende Macht im Sinne einer liebenden göttlichen Intelligenz, einer göttlichen Liebe auszuüben, das anzunehmen und im nächsten Schritt zu sagen, okay, Mann, alles klar, aber wie mache ich das dann? Was gehört denn da dazu für mich? Wer sind denn dann die anderen? Wer ist das System? Wer sind meine Mitarbeiter? Wer ist meine Familie? Um was geht's denn da? Wie kriege ich denn das hin, wenn ich davon ausgehe, alles ist eine Kreation aus mir, die in mir entsteht, aus meiner Wahrnehmung? Wow, 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 wie gehe ich damit um? Grundsätzlich haben die keinen eigenen Willen. Alles klar, Neville Goddard sagt das. Alles klar, was heißt das für mich? All diese Craziness, die dann auf dich zukommt, wenn du plötzlich erkennst, um was es wirklich geht, wieder für dich klar zu kriegen und hier deine Füßlein auf dem Boden zu haben, auf diesem manifestierten Erdboden, den du manifestiert hast, und dass du lernst, in deiner Manifestation zu gehen, zu leben, zu stehen, zu lieben und begeistert zu sein. Darum geht es. Und das ist zu üben. Das kann keiner von uns. Ich meine, wenn wir geboren wären, unsere Eltern hätten uns dahingesetzt und hätten uns mal die Geschichte so erzählt und uns gesagt, um was es hier im Leben geht, wofür wir da sind, was für Power wir haben, was wir mit unseren Gedanken und Vorstellungen alles erschaffen und dass wir das gefälligst jetzt üben sollen, dann wäre das ein anderes Ding gewesen. Aber so ist keiner von uns sozialisiert worden. Auf dem Thron, auf dem wir irgendwie automatisch gesessen sind als kleines Kind, als wir alles gefordert haben, als wir gedacht haben, die ganze Welt dreht sich noch um uns, ist uns ganz schön erklärt worden, dass sich die Welt nicht um uns dreht, dass wir nicht alles haben können, was wir wollen, dass wir absolut nicht okay sind, so wie wir sind, und dass es jetzt erstmal im Laufe des Lebens darum geht, endlich mal ein bisschen okay genug zu werden, um ein bisschen Erfolg zu haben, um ein bisschen geliebt zu werden und ein bisschen Unterstützung zu bekommen und ein bisschen Geld zu bekriegen. So sind wir sozialisiert. Und daraus ist unser Ego entstanden, von dem wir gedacht haben, dass wir sind. Und hier gibt es jetzt unseren göttlichen Geist, unseren göttlichen Mind, unsere göttliche Wahrheit. Diese zwei Sachen in Einklang zu bringen, mit den Füßchen hier am Boden und gleichzeitig mit dem Geist, mit unserem Spirit dort zu sein, wo die Macht und die Kraft und die Kreation entsteht. Das ist die Herausforderung, das ist tricky, das braucht Übung und das braucht einfach, ja? Du darfst deinen Verstand verlieren und darfst ihn neu büscheln. Du darfst alles verlieren, was du jemals gehabt hast. Du darfst neu geboren sein in deiner wahren Position, deiner wahren Kraft und Macht als göttliches Wesen. Und dann kannst du wieder neu anfangen. Du bist neu geboren, ja? Wenn du dich da mal dafür entscheidest und sagst, okay, ich gehe jetzt weiter als dieses wahre, neugeborene, wirkliche Wesen, das ich bin. Was heißt denn das jetzt? Hilfe! Nichts von dem kann ich mitnehmen, was ich geglaubt habe, was so funktioniert, wie es geglaubt hat.
keine Bedingungen, keine Voraussetzungen. Alles muss ich loslassen, weil das sind alles Illusionen, die in dem Wahren, der wahren Kraft, in meiner wahren Schöpferkraft gar nichts zu suchen haben. Da kommt keiner und sagt, du kannst nur was Schönes manifestieren, wenn dann, wenn dann, wenn dann. Und das ist die Zeitlinie, wie es geht. Es gibt keine Zeit, es gibt keinen Raum, es gibt keinen Ort. Und es gibt eben diese Ego-Persönlichkeit eben auch nicht da, wo alles kreiert wird. Das ist das Coole und das liebe ich, zu unterrichten und zu lehren und die Menschen zu befreien von diesem alten Bullshit. Ja, wir sind diese ganze Psychologie des Menschen, ja, baut auf Regeln auf Annahmen, auf Stempeln, auf Einordnungen, auf Klassifizierungen, aus denen du dich irgendwann mal wieder befreien musst. Und wenn du dich klassifiziert hast, ist irgendwas was dir gerade noch gut gefällt, dann ist es dennoch eine einschränkende Klassifizierung, die dir nicht gebührt, die du nicht annehmen musst. Du bist alles. Du bist alles und du bist jetzt schon alles. Und wenn dir irgendeiner erzählt, dass du was anderes bist und du das annimmst, dann bist du halt das andere. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann musst du es nicht sein. Und das ist wichtig, dass man das wirklich bis ins tiefste, tiefste, innerste, bis in jede Zelle mal kapiert hat, mal gespürt hat und sich die Erlaubnis gibt, auf diesen Thron zu sitzen, auf den jeder Einzelne von uns in seinem einzelnen Universum zu sitzen hat. Weil es gibt kein Universum außerhalb von dir. Es gibt nichts, was existiert ohne dich, für dich. Nichts. Einfach rein nichts. Das mal anzunehmen und aus diesem Wissen heraus zu schalten, zu walten, zu wirken, zu bewirken, das ist eine riesig große Herausforderung und auch riesengroßer Spaß. Ja, jetzt bin ich mal mit meinen Ausführungen hier am Ende. Jetzt dürft ihr eure Fragen gerne stellen, euch den Ton wieder einstellen. Genau, das gestatte ich euch jetzt hier. Was haben wir denn? Herrlich, finde mich gerade wieder. Das Lola-Prinzip ist auch in diesem Zusammenhang ein guter Buchtipp. Alles, was in deinem Kopf dir die Erlaubnis gibt, die Person zu sein, die du wirklich bist, ist gut und richtig. Ja, und ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Oh ja. Ja, genau. Und da ist noch so viel von diesem Zeug in unserem System gespeichert, wird uns vermittelt in Büchern. Überall, wo du eine Voraussetzung findest, wo steht um zu. Das kannst du gleich schon mal in den Mülleimer schmeißen. Also, ich höre Mikrofone, die sich einschalten. Wenn dein Mikrofon an ist, musst du was sagen. Ansonsten schalte ich es wieder aus. So, ihr Lieben, habt ihr keine Frage? Sonst tippelt er auch. Seid ein bisschen erschlagen. Wer kennt sich? Wer hat so Zeug auch erlebt? Ich weiß mittlerweile, dass ich der Prototyp eines Menschen bin. Ja, die Ursula hat sich eingestellt, sehe ich jetzt hier gerade. Irgendwie sind wir ja alle gleich und sind ja auch trotzdem alle wieder anders. Ne? Also ich habe so für mich das Gefühl, dass ich immer nicht so diese großen Dramen erlebt habe. Und ich habe mich immer schon beschieden mit so einem ganz normalen Leben, was irgendwie auch so ganz gut war. Was ich halt trotzdem immer so schlimm fand, dass ich mich so fremdbestimmt fühlte. Ich hatte immer so das Gefühl, ich kann mein Leben nicht selber
führen. Also das ist alles nur, ich tapper da so durch. So, und ohne jetzt irgendwelche großen Dramen zu haben oder Leute zu beschuldigen oder Leute schlimm zu finden, das war gar nicht so. Aber es war so unlebendig, es war so nicht ich, es war so nix, es war so null. Das ist so ein bisschen so eine andere Variante dessen, was du da gerade erzählt hast. Und woran liegt der Unterschied? An deinem Bewertungssystem, an den Filtern, die du mitbekommen hast. Ja, ich war schon ganz früh immer sehr vernünftig und habe auch alles immer schön akzeptiert und gedacht, ja, so genau so ist es, wie man mir das erzählt. Und ich war auch gar nicht viel so auf Krawall mit Leuten, weil ich immer dachte, nee, so ist alles so, wie es ist. Und genau, du warst jetzt eine, die nicht groß in Widerstand gegangen ist. Genau. Aber das heißt ja nicht, dass du unbedingt eben, wie du selber gerade erzählt hast, weniger gelitten hast. Ich habe sehr viel gelitten. Ich habe total mit mir selbst mir immer dieselbe Geschichte erzählt und ich habe total gelitten. Das hat aber außen gar keiner gemerkt. Aber in mir drin, diese Bremse, das war unglaublich. Und ich habe immer gedacht, es muss doch mal einer mir helfen, diese Handbremse zu lösen. Und das ist jetzt tatsächlich, wie du das sagst, über Joe Dispenza bei mir auch noch nicht ganz gelungen. Und du bietest da echt so einen guten Link, so das fehlende Puzzlestück, wie das eben umsetzbar ist, auch im täglichen Leben und wenn man die Situationen dann eben auch hat gerade. Ne? Und es kommt wirklich eben genau auf das an, ja, dass man einerseits mal anerkennt, okay, das war jetzt halt so, auch so wie bei dir, oder? Ich habe das halt das Leben so gehandelt. Aber letztendlich, ich habe noch keinen in meinem Coaching gehabt, der nicht davon überzeugt war, dass irgendetwas nicht gut genug oder nicht richtig an ihm ist. Keinen. Kann man jetzt auch sagen, ja gut, warum sollen die ein Coaching bei dir buchen, wenn sie sich so super finden? Aber jeder hatte irgendwie ein anderes Thema, das letztendlich wieder dorthin zurückkam, auf die Ursache, ich glaube, ich bin nicht gut genug, an mir ist was falsch, ich muss was anders machen. Und das war ja bei dir auch so, oder? Ja, ich denke, da hat so jeder seine Variante. Ich werde genau. jetzt spontan jetzt auch gar nicht so darauf gekommen, dass jetzt mein Thema wäre, ich bin nicht gut genug, weil eigentlich fand ich mich immer gut genug, so was ich so meinte, aber eigentlich fand ich mich natürlich überhaupt nicht gut genug, um mein eigenes Leben zu führen oder um das zu tun, was ich möchte. Also insofern läuft es wahrscheinlich immer auf dasselbe hinaus. Genau, und gut genug findest du dich eigentlich in keiner Version deiner selbst, egal welche du kreierst, außer in dieser göttlichen Version, die einfach bedingungslos ist. Und die dir sagt, dass du bedingungslos hier als perfektes Wesen auf die Welt gekommen bist und dass alles andere nur Storys, Geschichten, Verblendungen sind, die Perspektiven sind, die du übernommen hast und nie hinterfragt hast. Ne? Nie hinterfragt. Als ich das kapiert habe, konnte ich schon einiges drehen. Ne? Weil erstmal das zu merken, was man ein ganzes Leben lang ungefiltert aufsaugt und verinnerlicht, dass das ja gar nicht stimmt. Also das fand ich super befreiend. Und das muss natürlich das kleine Gehirn auch erstmal erstmal beigebracht kriegen. Ne? Genau, weil es ja also sein ganzes Leben lang was anderes beigebracht gekriegt hat. Und das ist ja eins der schlimmsten Geschichten, oder? Was Neues lernen, das tun wir ganz, ganz viel einfacher als was Altes umlernen. Genau, jetzt sehe ich hier gerade. Ich kenne es. Frage, wie gehe ich nun vor aus der Opferrolle? Ja, genau. Weiß, wer du wirklich bist. Lerne zu verstehen, dass die Opferrolle eine Rolle ist, die mit dir in Wahrheit und sonst mit niemandem etwas zu tun hat. Und dann, wie kann man Geld anziehen? Man kann Geld nicht anziehen, wenn man einer ist, der kein Geld verdient hat, wenn man jemand ist, der nicht gut genug ist, wenn man jemand ist, der nicht alles richtig macht und wenn man jemand ist, der glaubt, dass sein Wert durch irgendetwas bestimmt wird.
sei es ein anderer Mensch, sei es irgendein Konzept, sei es irgendein Zeugnis, sei es irgendeine offizielle Qualifikation. Solange man das noch glaubt, wird man sich immer nicht wert genug fühlen. Also wird es nichts bei mir, bin zu blöd und verstehe es nicht. Genau. Ganz genau. Ich bin zu blöd und ich verstehe es nicht. Und wenn ich so blöd bin und mir das so einrede, dann ist es die Wahrheit. Weil eins kann jeder wissen. Es wird niemanden geben, der einem widerspricht. Niemanden. Weil wenn du deine eigene Realität kreierst, wenn jeder von uns seine eigene Realität kreiert und wenn ich kreiere, dass ich zu blöd bin, dann kreiere ich, dass ich zu blöd bin. Und dann wird mir meine Kreation, also meine Kreation, mein Leben ist ja meine Kreation, dann wird mir mein Leben immer wieder zeigen, dass ich zu blöd bin. Ich bin zu blöd, um das Glas nicht auszuschütten. Ich bin zu blöd, um einen guten Job zu finden. Ich bin zu blöd, um das hier zu kapieren, was die Patricia jetzt sagt. Ich bin zu blöd, für weiß auch immer, ja? Ja, ich sage seit Jahren, ich habe Freunde und Geld, das Haus meiner Vorfahren saniert und so weiter, tut sich nichts. Ja, sagen heißt nicht wissen. Dieses Gefühl, dass es die Wahrheit ist, darauf kommt es an. Wie bekommt man den Knoten auf zur göttlichen Intelligenz? Ja, gar nicht. Die göttliche Intelligenz bist du und das ist dein Knoten, das Selbsterkenntnis, dass es nichts gibt, was außerhalb von meiner Vorstellung aktiv auf mich einwirken kann. Weil die anderen noch in ihrer Realität sind. Das ist ja auch ganz interessant. Niemand ist in seiner Realität. Das kannst du gar nicht wissen. Das oder der oder diejenigen, die in deiner Realität sind, die sind nur in deiner Realität. Susi lacht. Komm, Susi, helf mal den Leuten. Warum ist es so schwer? Wie kommt man aus dem Verstand, beziehungsweise wie kommt man in den Abstand zu dem Gedanken, um seine Göttlichkeit zu spüren? Spüren kannst du erst, wenn du sie weißt. Ja, Susi, helf mal. Was ist so crazy an der ganzen Geschichte? Vielleicht kannst du mit deinen Worten hier ein bisschen Aufklärung schaffen. Ich weiß nicht, ob ich das kann, aber ich kenne das so gut, wenn das einer zu mir früher gesagt hat. Ich sag mal, ja, ich bin halt zu blöd. Also ich kenne das, bin zu blöd. Also, und dann hat es auch gestimmt. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin noch gar nicht so blöd. Das hat auch gestimmt. Man muss es einfach mal ausprobieren. Ich würde jedem und jeder empfehlen, probiert es mal aus, wirklich in euch zu gehen, zu sagen, okay, das, was ich erlebe, habe ich gemacht. Die Menschen, die ich erlebe, die erlebe ich so, weil ich sie so sehe, weil ich das erwarte, weil das von denen kommt, was ich denke. Das kann man einfach mal ausprobieren. Man kann sich mal so eine Woche nehmen und es wirklich machen. Oder mal einen Tag oder mal eine Stunde, ist egal. Ich hab eine Schwester, die mir das auch immer so um die Ohren haut. Ja, aber das kann doch nicht sein. Aber der ist doch so blöd. Oder du siehst den auch so blöd. Dann sage ich, ja nee, ich sehe den so und so. Das ist schon mal eine ganz andere Perspektive. Und dann, ich finde es halt gut, weil man kriegt kleine Rechts immer dann. Also ja, und dann merkt man, ach, das stimmt doch tatsächlich. Ich glaube, es geht nur um die Erfahrung. Man muss einmal die Erfahrung machen in diesem bewussten Spiel. Unbewusst, da gebe ich dir ja recht, passiert das sowieso ständig. Du unbewusster schaffst das ja ständig. Aber einmal bewusst machen, kleine Sachen und dann das immer und immer und immer wiederholen. Das wäre meine Empfehlung. Und darum geht es, ja, wirklich sich diesbezüglich auch zu reflektieren und zu sagen, woher kommt denn der Glaube? Woher kommt die Überzeugung? Und auch, woher kommt die Angst? Ja, woher kommt die Angst? Auch Angst ist meine Überzeugung, ja. Wir haben ja alle nicht alle vom gleichen Angst. Wieso haben Leute Angst vor Spinnen und andere nicht?
Angst ist übrigens etwas, was in meinem Leben unheimlich starke Kraft war beim Erschaffen. Eine der stärksten. Natürlich, weil du nicht weißt, wer sie ist. Und ich habe heute hier genau diesen Bezie Angst habe ich mir jetzt noch hier was aufgeschrieben. Das wollte ich euch auch noch mitgehen. Wer kennt das? Du musst auf dein Bauchgefühl hören. Ja, klar. Ja, Bauchgefühl, Bauchgefühl. Aber habt ihr schon mal überlegt, wer, wie, wo, was, wo kommt denn das Bauchgefühl her? Hat das Bauchgefühl immer recht? Das Bauchgefühl kommt aus dem Herz. Sagt der Bauch nicht auch manchmal so, als mit der Person lässt du dich nicht ein? Sagt es nicht auch der Bauch? Ich sehe jetzt gerade nur, wie die Katrin lacht. Ja? Bin ich heute erst drauf gekommen, ja? Eine der größten Verarschungen. Hör auf dein Bauchgefühl. Nein. Du musst wissen, wo dein Bauchgefühl herkommt. Auf Basis von welcher Überzeugung hat sich dein Bauchgefühl entwickelt? Weil mit der Person solltest du nichts zu tun haben, ja? Das ist ein Bauchgefühl, das kennt jeder. Sagst du, oh nein, oh, bleib mir vom Leib. Aber was ist die Wahrheit? Diese Person sendet eine Energie aus, die sich für mich nicht angenehm anfühlt. Das heißt, sie ist nicht ein Match mit mir, ja? Es matcht nicht, sondern es ist eigentlich ein Gegenmatch. Aber woher? Ich stelle jetzt mal die Frage auch. Es sind einige von dabei, die bei mir im Coaching sind, die das vielleicht wissen. Haben wir noch nicht besprochen. Aber woher kommt diese Energie in dieser anderen Person, die dir sagt oder die dir ein Bauchgefühl irgendwie so, dir ein Bauchgefühl gibt, die sagt, oh, bleib weg von der Person. Wer weiß das? Wer kann es erklären? Ja, Alexandra schreibt, naja, das ist ja meine Abneigung. Emotionen sind gleich Erfahrungen. Genau. Du dechiffrierst das, was du von dieser anderen Person annimmst, als nicht gut oder als nicht positiv oder als negativ, als sich nicht gut anfühlend. Aber damit hast du dich genau mit dieser Version dieser Person verbunden, die vielleicht gerade dominant schwingt und auf die du dominant eingehst. Aber du hast immer die Wahl, das zu verändern. Das ist immer die Wahl, es zu verändern. Du hast immer die Wahl, jemand anderes aus dieser Person zu machen. Ein Bauchgefühl. Ich sage es jetzt immer, ich sage es jetzt wirklich, es ist so. Das Bauchgefühl ist trügerisch. Da stecken auch die ganzen Ängste drin, oder? In diesen Bäuchen. Also in meinem schon. Ja, genau, im Bauchgefühl sind die Ängste. Ich muss mich schützen. Aber diese Angst, die braucht man ja eigentlich gar nicht zu haben, wenn ich weiß, ich kreiere alles. Dann kann der andere ja nicht in meiner Welt rumkreieren, egal was er denkt, was er tut, wie er handelt. Es ist auch etwas ganz Wichtiges. Das vielleicht jetzt nicht jeder schlucken kann, aber ich muss mich von niemandem schützen, weil ich kann niemand kann ohne Erlaubnis in meiner Welt, in meinem Leben, in meinen Emotionen rumkreieren. Kann niemand. Einer, der mich belügt und betrügt, kann mich nur dann verletzen, wenn ich ihn als Lügner und Betrüger einschätze. Und so habe ich auch die Beziehung zu meinem Ex-Mann verändert. Als ich ihn nicht mehr als Lügner und Betrüger gesehen habe, sondern als ich ihn angefangen habe, als das zu sehen, was ich möchte, als großartigen Vater, Freund und Unterstützer von mir und meinem Sohn.
Und wenn ich das nicht verändert hätte, dann wäre der heute noch in meiner Welt und in der Welt meines Sohnes ein Lüger und ein Betrüger. Ein Lügner und ein Betrüger. Das muss man wollen. Ja, aber wieso sollte man es nicht wollen? Wieso sollte man es nicht wollen? Ja, weil der einen vielleicht daran hindert. Den erstmal überreden. Aber was hat man denn davon, wenn man es nicht will? Nichts Gutes hat man davon. Also sollte man es ja lieber wollen, oder? Genau. Und was schadet es einem? Nichts. Na, man wird ja von der Gesellschaft dann manchmal ausgelacht oder belächelt, ne? Wenn man jetzt gar nicht wahrnimmt, dass das Gegenüber jetzt ja gerade böse ist und wenn ich das für mich nicht akzeptiere, dann ist ein anderer neben mir, der sagt, ja, du spinnst ja, du bist ja viel zu gut für die Welt. Du akzeptierst dann aber in dem Augenblick die, die dich da gerade kritisieren. Ja, das tue ich jetzt nicht mehr. Aber hast du die da kurz in deine Welt, in dein Leben kreiert? Und in dem Moment, wo die da anstehen, schon allein in diesem Moment, ja, kannst du die ändern? Schon allein in diesem Moment, wo diese Person dasteht, kannst du ohne etwas zu sagen und zu tun, nur wenn du änderst und weißt, es gibt niemanden, der das schlecht findet. Es gibt niemanden, der das kritisiert. Dann kann diese Person, weil sie deine Kreation ist, nicht weiter kritisieren. Unmöglich. Für Fortgeschrittene, ne? Na klar, aber wir wollen ja alle fortgeschritten sein. Wir wollen ja wirklich alle. Man braucht eine gute Vorstellungskraft, ja? Und diese gute Vorstellungskraft, die kriegst du genau dann, wenn du dich mehr mit deiner göttlichen Identität identifizierst, wenn du sie kennst, wenn du die Wahrheit annimmst und wenn du genau spürst, dass dein Herz da, dein Herz will das, dass du diese Person bist, weil es fühlt sich so gut an. Das ist so einfach, ja, das fühlt sich so gut an und alles, was sich so schlecht anfühlt, an Gedanken, Vorstellungen, Kreationen, darf ich das verändern? Aber es fängt immer bei mir selbst an. Es fängt immer, immer, immer bei mir selbst an. Und wenn ich irgendwie noch glaube, dass es da irgendwas außerhalb von mir gibt, das mehr Power und mehr Kraft hat, dann habe ich das eingeladen. Genauso wie ich den ganzen Hokuspokus von Verwünschungen und von... was weiß ich, da gibt es ja so viele Geschichten und Verfluchungen und Ablösungen und Besetzungen und schwarze Katze von rechts, oder? Ja, das ist ja noch okay, aber ich will euch ja nicht sagen, wie viel Geld ich auf meinem Weg in andere Hände gegeben habe, damit die etwas für mich tun, damit jemand bei mir was ablöst, damit jemand mich erlöst. Und das Einzige, was jemals passiert ist, ist, diese Person hat mich in meinem göttlichen Licht gesehen, in meiner Perfektion. Und ich hatte mal mehr oder mal weniger mir die Erlaubnis gegeben, mich auch so zu sehen. Weil die Person hat mich ja jetzt gereinigt. Jetzt bin ich ja besser. Sie hat ja alle fremden Energien von mir abgelöst. Jetzt geht es mir ja besser. Jetzt bin ich ja ein bisschen besser. Jetzt bin ich ja nicht mehr frei. Jetzt bin ich ja freier. Jetzt bin ich ja nicht mehr besetzt. Und das kann ich spüren. Aber wenn ich nicht gleichzeitig lerne zu wissen, wer ich wirklich bin und gleichzeitig lerne zu denken, wie dieses göttliche Wesen und zu fühlen und zu handeln, dann fehlt mir immer was. Und dann gehe ich es wieder suchen. Wo ist denn die Wahrheit? Wo ist denn die Person, die das für mich machen kann? Wo ist denn die Hilfe? Wo ist denn der Heiler oder was auch immer von außen?
Aber mit dem Mindset und mit dem Wissen, das ich euch jetzt mitgegeben habe, wisst ihr, dass ihr jeden Heiler, jede Person, die ein Clearing macht, jede Person, die euch verflucht oder entflucht, verdammt nochmal selbst erschaffen habt. Eure Geistführer. Selber gemacht. Kein Thema. Macht ihr Geistführer, macht ihr Engel, macht ihr Begleiter, die dir immer wieder in den Kopf rufen, anhand ihrer Vorstellung, dass Göttliches wirken darf in deinem Leben. Macht ihr die Krücke, kein Thema. Aber es ist deine Krücke. Alles, was dich in Verbindung bringt und was dich in die Überzeugung bringt, dass du Gott unterstützt, gehalten, geführt, göttlich bist und göttlich wirken und sein darfst, alles fein. Aber letztendlich entsteht alles in dir. Das ist unser Erbe, ja. Das ist unser Erbe. Ja. Also steht da noch, man braucht eine gute Vorstellung. Ja, der Beginn ist die Herzverbierung, aber die ist schwierig, weil man sich schnell mit dem Negativen. Aber auch das. Was ist denn deine Herzverbindung? Was interpretierst du da rein? Was für die Bedingungen? Warum ist es denn schwierig? Und so weiter und so fort. Das sind genau die Sachen, die uns immer wieder zurückwerfen. Ich meine, ja, ich muss jetzt die Herzverbindung machen. Und einer sagt mir, wie eine Herzverbindung geht. Ja, Greg Braden auch und Dr. Joe Dispenza und Herz- und Hirnkohärenz und so weiter und so fort. Aber das Ganze heißt nichts anderes, dass du davon ausgehst, dass dein Herz so denkt wie eine liebende Intelligenz, wie eine intelligente, bedingungslose Liebe und dass dein Hirn lernen muss, so zu denken. Aber wenn du nicht weißt, wie dein Herz denkt, dann kannst du es deinem Hirn auch nicht beibringen. Also musst du zuerst wissen, wie denke ich als göttliches Wesen, wie denkt denn Gott? Wie denkt ein Gott? Und das kann dir nur in den Sinn kommen, wenn du dir erlaubst, ein Gott zu sein. Weil sonst sage ich dir, wie ein Gott denkt, aber du bist ja immer noch irgendwie klein und mickrig, ohne Kraft und ohne Power. Und dann sage ich dir, aber du musst jetzt denken wie ein Gott. Du fühlst dich aber wie ein Mäuschen, wie ein armes, kleines, ausgesetztes. Dann bist du halt ein ausgesetztes Mäuschen, das probiert, wie ein Gott zu denken. Oder du bist ein Bettler, der versucht, wie ein Millionär zu denken. Ja? Oder du bist das unsportlichste Wesen auf der Welt, das versucht zu denken wie ein Leistungssportler. Und das klappt halt nicht. Okay. Sondern du musst zuerst wissen, wie ein Leistungssportler lebt, denkt und fühlt, um dann der Leistungssportler zu werden. Und üben. Üben, Bullshit-Stories in Eimer schmeißen, aufdecken, Klarheit kriegen und dich achtsam. Nicht mehr von... Was? Man muss achtsam, also diese achtsame Beobachtung sich von sich selbst... Genau, aber auch da wieder, Achtsamkeitstraining, ganz schön und plötzlich hast du was erwischt. Aber jetzt musst du wissen, was du damit machst. Ja, du kannst ganz viele Fische fangen. Aber wenn du keinen Plan hast, was du mit dem Fisch machst, wenn du ihn gefangen hast, wie du den Fisch zum Beispiel zu Gold machst, respektive wie wir zuletzt besprochen haben bei Rumpelstilzchen, wie du das Stroh zu Gold machst, wenn du keinen Plan hast, wie du Stroh zu Gold hast, dann kannst du lange Stroh finden. Dann bist du der super Strohfinder. Aber irgendeiner muss dir mal erklärt haben, wie du Stroh zu Gold spinnst. Und diese Achtsamkeit bringt dich dahin, dass du ein riesengroßer Strohhaufenfinder bist und einen ganzen Lager voll Stroh hast, aber du weißt nicht, was du mit diesem Stroh machen sollst. Und da bleiben wir alle irgendwie gerade so stehen, ja?
mit diesen Achtsamkeit Meditieren und was gibt es denn da alles noch, was so in aller Munde ist, ja? Es sind alle da und finden diese Strohhalme und horten sie, haben aber nicht gelernt und nicht geübt, konsequent Stroh zu Gold zu spinnen. Und darum geht's. Darum geht's. Das zu lernen und zu wissen, wie das geht. Und wenn du die Umwege nicht mehr nimmst und einfach sagst, ja, ich bin jetzt hier und ich will das wirklich machen und ich will tatsächlich mich erhöhen als Gott dieses Lebens, dieses meines Lebens, dieses meines Universums. Und ich habe keine Bewertung mehr drauf, dass es schlecht ist, dass es arrogant ist, dass es überheblich ist, dass es andere klein macht, dass ich andere doch nicht dominieren darf und so weiter und so fort. Diesen Mindset klar zu kriegen, wenn du das lernst, dann bist du ganz weit vorne. Und deswegen ist es halt auch mein Anliegen, mit dieser Master of Divine Creation Ausbildung, gekoppelt mit der Master of Divine Healing, weil es um diese Energie auch geht, die du nur generieren kannst, wenn du dieses wirkliche göttliche Selbstbild hast und nachher im zweiten Schritt weißt, was du machst als Gott in deinem Königreich. Ja, zuerst mal will ich ganz viel Geld. Aber das kann ich dir schon sagen. Das ist zuerst mal ganz, ganz da hinten. Weil wenn du an dem Punkt bist, wo du dich richtig gut fühlst und wo du niemand anders mehr sein willst als du selber, merkst du plötzlich, dass es dir um was anderes geht als um dein Bankkonto, aber dass dein Bankkonto sich nachher genauso wohl fühlt wie du, wenn du plötzlich dieses Leben als Gott führst, als dieser göttliche Schöpfer. Und dann lachst du. Und einer sagt, ja, ich will nur Geld. Ich brauche nur Geld. Nee, Geld. Eins, was wirklich stimmt, ist, Geld macht nicht glücklich. Das ist so. Ja, aber Geld erleichtert. Das nimmt mir die Sorgen. Naja, aber nur in dem Moment, wo du dran denkst, dass, wenn du dem Geld die Erlaubnis gibst, dir die Sorgen zu nehmen. Wenn du dem Geld die Erlaubnis nicht mehr gibst, die Sorgen zu nehmen, weil du dann halt andere Sorgen hast, dann hast du halt wieder Sorgen. Weil dann hat dir Geld vielleicht die Sorgen weggenommen, aber dann hat dein Partner dir wieder Sorgen bereitet oder dein Kind hat dir Sorgen bereitet oder irgendein anderer außerhalb von dir hat dir Sorgen bereitet. Ja, ihr Lieben, würde jetzt dann mal zum Schluss kommen, wenn keiner mehr eine Frage habt. Ihr dürft alle noch wirklich, wirklich Fragen stellen. Ich stelle jetzt auch mal gerne hier die Aufzeichnung.